Ja, noch ein Stückchen weiter zur Mitte hin. Dann kannst du die Ruder einholen. Ei, ei, Captain. Das genügt. Ich denke, hier sollten wir es versuchen. Ganz ruhig, warte. Ich helfe. Danke, Daddy. Ich hoffe, du hast es noch nicht bereut, dass ich dich hierher mitgenommen habe. Ich meine, New Jersey ist nun mal nicht die Großstadt. Ach, Dad. Nach all dem Stress und der Büffelei für den College-Abschluss. Ganz ehrlich, ich bin so froh, das alles nicht mehr sehen zu müssen. Ich habe bis jetzt jede Sekunde hier draußen genossen. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass du das sagen würdest. Außerdem ist es schön, mal wieder Zeit mit dir zu verbringen. So wie früher. Ah, das sagst du doch nur so, hm? Weil du hoffst, dass ich mein Geschenk für deinen Abschluss doch nicht zu Hause vergessen habe. Ich weiß genau, dass du es dabei hast. Was immer es auch ist, du würdest es niemals vergessen. Ach, ich kann dir einfach nichts vormachen. Konntest du noch nie, Dad. Schon gar nicht, als du behauptet hast, der Weihnachtsmann hätte sich deine Schuhe nur ausgeborgt. Weil er seine eigenen im Kamin der Hendersons verloren hatte. Ja, ziemlich naiv von mir zu glauben, du würdest mir das abnehmen. Du warst damals schon viel zu clever für mich. Darf ich vorstellen? Tess Haley. Intelligenzbestie und drittbeste ihres Abschlussjahrgangs. Nur vom Angeln hat sie nicht die leiseste Ahnung. Wie funktioniert das jetzt mit deinen Fischen? Das sind nicht meine Fische. Oder sagen wir besser, noch nicht. Ich habe meine Angel schon vorbereitet, siehst du? Hier. Beeindruckend, Dad. Ja, nicht? Eine leichte Spinnrute, ein Prachtstück von Angel. Aber wenn du damit eine Forelle oder einen Barsch fangen willst, brauchst du natürlich einen Köder. Dreh dich mal nach links, da steht die Dose. Ah, da! Mach sie auf. Okay. Und? Ich weiß genau, was du denkst. Ich bin eine junge Frau und für die gehört es sich natürlich zu kreischen, wenn sie ein paar sich windende Würmer in einer Dose sieht. Ich hätte darauf gewettet. Hättest du verloren. Wie viele von den Dingern brauchst du? Die nennt man Nightcrawler. Erst mal einen. Soll ja keine Reisegruppe werden. Hier, Dad. Okay. Und rauf mit dir, kleiner Bursche. Ja. Jetzt. Sehr gut. Fürs erste Mal wirklich nicht übel. Okay, und jetzt? Ich meine, wie lange wird es dauern? Ungefähr. Das ist unterschiedlich. Manchmal geht es ziemlich schnell. Meistens, wenn man gar nicht damit rechnet. Ich glaube, du hast recht, Dad. Da zappelt was an der Schnur. Dann holen wir sie jetzt ein. Aber ganz langsam und vorsichtig, hörst du? Klar. Ja, nicht zu schnell. Gut so. Was glaubst du, haben wir gefangen, Daddy? Eine Forelle oder einen alten Stiefel? Das werden wir gleich wissen. Nur nicht nachlassen, Tess. Ich glaube, ich kann schon etwas sehen. Du hast es gleich. Noch ein kleines Stück. Na, wir wollten mal nicht übertreiben, aber das ist schon ein ziemlicher Brocken. Was tun wir denn jetzt mit ihm? Naja, wir müssen ihn natürlich... Dad! Oh mein Gott, Dad! Daddy! Also, ich sage Ihnen ganz ehrlich... Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ja, aber die Halluzinationen werden immer intensiver, Doktor. Ich habe die Ergebnisse Ihrer letzten Computertomographie hier. Und ich muss Ihnen sagen, da ist nichts, was mir Sorgen bereitet. Alle Werte sind im grünen Bereich. Mit anderen Worten, Sie sind so gesund und normal, wie man nur sein kann. Es existieren durchaus abweichende Meinungen, was das angeht. Gerade auf dem Weg hierher wurde ich von einem Autofahrer als kranker Spinner bezeichnet.
Und das war noch nett im Vergleich zu dem, was letzte Woche passiert ist. Ja, aber hören Sie, es ist doch höchst unwahrscheinlich, dass dieser Autofahrer eine qualifizierte Drive-by-Diagnose gestellt hat, oder? Sie finden das lustig. Ich kann deswegen kaum noch schlafen. Ja, ich weiß, tut mir leid. Ihnen erscheint in einer Halluzination der verstorbene Schauspieler Peter Lorre und zwingt Sie, so jedenfalls Ihre Meinung, in eine Unterhaltung. Es passiert inzwischen nicht nur nachts, sondern auch tagsüber. Er sitzt in meinem Lesesessel, wenn ich nach Hause komme. Er springt aus seinem Straßencafé auf, um sich mir anzuschließen. Und dabei ist er meistens sehr höflich. Er vergisst nicht mal, für seinen Kaffee zu bezahlen. Und ich höre sogar das Kleingeld auf den Tisch prasseln. Warum Peter Lorre? Haben Sie sich darüber schon mal Gedanken gemacht? Es könnte genauso gut jeder andere sein. Vielleicht sollte ich froh sein, dass es nicht der späte Marlon Brando ist. Und eben das glaube ich nicht. Ich bin der Ansicht, und darüber habe ich mich unlängst mit einem Kollegen unterhalten, wir kamen zu derselben Annahme, dass dahinter eine gewisse Symbolik steckt. Hat Lorre eigentlich jemals einen Farbfilm gedreht? Nein. Doch, ich glaube, da gab es ein paar. Dieser Streifen mit dem U-Boot und der mit Vincent Price als Bestattungsunternehmer. Aber der ganze Rest war also alles sehr, sehr düster, nicht wahr? Ja, ausgesprochen düster und mysteriös. Genau wie Ihr Leben nach Ihrem Unfall. Wenn ich Sie recht verstanden habe, sind Sie seitdem nahezu pausenlos in irgendwelche Kriminalfälle verwickelt. Ja, teilweise durch meine eigene Schuld. Ich lasse mich inzwischen für, sagen wir, Ermittlungen anheuern. Nun ja, dagegen ist wohl nichts einzuwenden. Dennoch denke ich, dass Lorre Ihnen etwas sagen will. Ja, dann soll er endlich mal mit der Sprache herausrücken. Ansonsten besteht die Gefahr, dass ich ihn umbringe. Und das könnte ein schlechtes Licht auf Sie werfen, Dr. Kolzek. Auf mich? Oh, ich weiß. Sie machen das Medikament, das ich Ihnen verschrieben habe, dafür verantwortlich. Synvolplex F. Ja, ganz recht. Ein Medikament, das gerade erst zugelassen wurde, nicht wahr? Eines, bei dem die Nebenwirkungen möglicherweise noch gar nicht allzu genau untersucht worden sind. Es fanden Testreihen statt, die hinreichend belegt haben, dass... Ach, verflixt, das ist Daphne. Gehen Sie meinetwegen ruhig ran. Ich werde es kurz machen. Daphne? Oh, wie schön. Ich freue mich, dass Sie... Nun ja, ich bin gerade mitten in einem Patientengespräch und... Oh nein. Oh, das ist aber schade. Ach, dabei habe ich mich schon so darauf gefreut. Wir beide wären ganz allein gewesen. In einem Bungalow, richtig. Ich hatte mir fest vorgenommen, sie endlich einmal richtig... Ja, ich weiß. Ja. Nein, ich bin Ihnen nicht böse, Verehrteste. Es ist nur... Ja. Ja, das verstehe ich. Nein, natürlich geht das vor, keine Frage. Bestimmt nicht. Nein, ich bin Ihnen ganz bestimmt nicht böse. Gut, Daphne, es ist nur so, dass ich jetzt wieder an die Arbeit... Da kann man nichts machen. Ich verstehe. Nein, Sie müssen sich nicht... Nein, das müssen Sie wirklich nicht. Natürlich ist es schade, aber wir holen das. Genau, das machen wir. Versprochen, ja. Spätestens im nächsten... Richtig. Genau. Schön. Ja, danke. Das wünsche ich. Ach nein. Ja, da kann man wirklich nichts. Aber wie könnte ich Ihnen denn böse sein? Dazu besteht ja nun wirklich kein Richtig. Das ist genau das, was ich immer... Also dann, Daphne? Alles klar. Ja, wie besprochen. Genau. Richtig. Nächste... Ja. Ja, das können wir auch. Kein Problem. Also dann auf wie... Auf... Nein. Also, bevor ich böse werde, müsste etwas ganz anderes. Ja, genau.
Gut, Verehrteste, ich schlage vor, wir ein anderes Mal. Genau, bestellen Sie schöne Grüße. Ja? Schöne... Genau. Grüße, ja. Von mir, richtig. Nett, dass Sie das sagen. Nein, ganz bestimmt nicht. Aber wenn ich es Ihnen doch sage. Gut. Also dann auf Wieder... Hallo? Hallo? Eine Freundin von Ihnen? Wie? Oh ja, das war Daphne. Ich hatte sie eingeladen, mich übers Wochenende nach Ridley Creek zu begleiten. Ridley Creek? Das liegt ein paar Meilen westlich von Philadelphia. Die Ärztekammer von New York hat eingeladen. Es gibt da ein paar Veranstaltungen, Ehrungen, Reden und so weiter. Und als Highlight wird dann am Samstag der Mann des Jahres gewählt. Oh, und Sie sind dabei. Respekt. Nun, ich bezweifle ehrlich gesagt, dass ich der Preisträger sein werde. Auch wenn ich die 100.000 Dollar gerne eingestrichen hätte. Nein, nein. Man hat mich lediglich gebeten, in diesem Jahr die Eröffnungsrede zu halten. Deswegen bin ich auch ein wenig in Eile. Ich habe noch nicht fertig gepackt. Moment. Sie verreisen? Und was mache ich? Wieso? Sie... Ach so, Sie meinen wegen der Halluzination. Bevor Sie wiederkommen, werde ich ein psychisches Wrack sein, wenn nichts Schlimmeres. Nun, zunächst mal werden wir die Dosis heruntersetzen. Ich verschreibe Ihnen das Medikament in einer weniger starken Ausprägung. Und die Tabletten einfach abzusetzen, wie wäre es damit? Lieber Himmel, das wäre unverantwortlich. Damit würden Sie vermutlich genau das Gegenteil erreichen. Und Sie hätten Laurie auf Ihrem Schoß sitzen. Bei meinem Glück vermutlich den späten Laurie. Zu dumm. Was meinen Sie? Diese Reise. Normalerweise sollte ich Sie unter ständiger Beobachtung behalten. Aber ich kann jetzt unmöglich noch absagen. Und dann habe ich noch das Problem, dass meine angemeldete Begleitperson so kurzfristig abgesagt hat. Tja, was machen wir da? Ich fürchte, ich benötige Ihre Hilfe wirklich dringend. Da ist guter Rat teuer. Tja, wie wäre es denn, wenn ich... Ja? Nein, vergessen Sie es. Ja, Jenny? Mrs. Mooney hat gerade angerufen, Doktor. Sie wird sich um etwa eine halbe Stunde verspäten. Ja, in Ordnung, danke. Brauchen Sie mich heute noch, Doktor? Nein, Sie können dann gehen, Jenny. Ich reise heute Abend ab und schließe die Praxis. Gibt es noch ein Problem? Sie klingen mir so danach. Ach, es ist nichts. Doktor? Daphne, Mrs. Latimer hat mir eben abgesagt. Und die Umstellung der Medikation im Falle des Professors bereitet mir ein wenig Kopfzerbrechen. Ich hätte die Umstellung gerne persönlich überwacht. Ach, das ist alles. Verstehe. Warum nehmen Sie ihn nicht einfach mit? Himmel, daran hatte ich noch gar nicht... Jenny, Sie sind ein Engel. Ich weiß, Doktor, ich weiß. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise. Danke, Jenny. Sie werden den Saal schon rocken. Wuhuhu! Tja, also, warum sind wir beide eigentlich nicht auf die Idee gekommen? Die Sache mit dem Wald, den man vor lauter Bäumen nicht sieht, schätze ich. Aber was muss ich Ihnen das erklären? Sie sind der Psychologe. Nun, wie sieht es aus, Professor? Hätten Sie wohl Lust, mich nach Ridley Creek zu begleiten? Vorausgesetzt natürlich, Ihr straffer Zeitplan erlaubt es. Ich habe für das kommende Wochenende keine Termine. Wie erfreulich. Gut, dann werden wir Mr. Laurie zu Leibe rücken und ihn dorthin zurückschicken, wo er hergekommen ist. Damit würden Sie mir einen unschätzbaren Dienst erweisen, Doktor. Nicht wahr? Bye-bye, Peter. Hallo, Ridley Creek. Ja, was heißt denn hier kurzfristig? Warum darf ich denn nicht auch mal spontan handeln? Wie, das tue ich ständig. Woher soll ich denn ahnen, dass Sie eine Überraschungsparty organisiert haben, wenn Sie kaum noch mit mir sprechen? Sie haben es ja vorgezogen, zu diesem neureichen Schönling hinüberzuziehen. Nein, ich fange nicht schon wieder davon an. Ja, was Sie mit den Gästen machen sollen, was weiß ich. Wer sind denn diese Leute überhaupt? Ach du lieber Gott.
Oh, na wenn das so ist, dann drehen wir gleich wieder um. Das war ein Scherz, Hedge. In Wahrheit hasse ich Mariachi-Musik. Ich kann dieses Getröte einfach nicht ausstehen. Außerdem klingt doch alles gleich. Was? Nein, ich glaube, wir fahren gleich durch einen Tunnel. Also dann, Hedge, bis später. Ihnen wird schon was einfallen. Ärger? Ach wo, das war Hedge. Sie ist ein wenig ungehalten, weil sie eine Geburtstagsparty organisiert hat, von der niemand etwas wissen durfte. Außer den geladenen Gästen natürlich. Die sind jetzt soeben eingetroffen. Nur das Geburtstagskind fehlt. Und wer ist das? Ich meine, wer hat Geburtstag? Ich? Ach, natürlich, wie dumm von mir. Da gratuliere ich Ihnen aber ganz herzlich, Professor. Na? Ach, um Himmels Willen, lassen Sie Ihre Hände am Lenkrad. Ach, oh, was? Wer hat wohl seinen Führerschein beim Bingo gewonnen? Sagten Sie nicht, der Tagungsort liegt am Ridley Creek State Park? Ja. Wieso? Weil wir dann da hinten hätten abbiegen müssen. Oh, Scheiße. Verzeihung. Worauf habe ich mich da schon wieder eingelassen? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich will nur die grässlichen Halluzinationen loswerden, die mich seit einiger Zeit plagen und die von der Realität praktisch nicht mehr zu unterscheiden sind. Wenigstens nicht durch mich. Dabei brauche ich so dringend wie nie zuvor einen klaren Kopf. Ich glaube nämlich, dass immer noch Leute hinter mir her sind, die mich umbringen wollen. Ich spreche von realen Leuten, keine Trugbilder. Leute, die echte Waffen besitzen und wissen, wie man damit umzugehen hat. Natürlich bereitet mir das Sorge, aber das würde ich niemals offen zugeben. Also werde ich diese Auszeit nutzen, um meinen Verstand zu schärfen und die Realität wieder in den Vordergrund zu bringen. Korsak mag ein guter Arzt sein, aber irgendwie traue ich ihm dennoch nicht. Ich glaube, Sie müssen da vorne abbiegen, Professor. Ich weiß, das riesige Schild ist ja nicht zu übersehen. Einen halben Meter größer und der Stadt New York hätte ab nachmittags keine Sonne mehr. Ich bin fast so aufgeregt wie ein kleiner Junge. Hab ganz feuchte Hände. Hier, fühlen Sie mal. Keinen Körperkontakt, Dr. Korsak. Das gilt im Übrigen für das gesamte Wochenende. Für mich kein Problem. Ich wollte es nur vorsichtshalber erwähnen, weil ich ja gewissermaßen als Ersatz für Ihre Bekannte mitgekommen bin. Oh, Daphne und ich haben uns vor 2 Monaten in der Leihbücherei kennengelernt. Wie es scheint, haben wir beide dieselben Vorlieben. Darauf würde ich jede Wette eingehen. Wir sind da. Aber da ist ja... Nein, wie nett. Wir werden bereits erwartet. Kommen Sie, Professor. Ich möchte Sie einem alten Freund von mir vorstellen. Alan, alter Graben. Oren! Wie schön, dass Sie es doch noch rechtzeitig geschafft haben. Wir hatten eine angenehme Fahrt. Gut sehen Sie aus, mein Freund. Braun gebrannt wie eh und je. Ja, wenn ich Krach mit meiner Frau habe, gehe ich gern in den Garten. Darf ich Ihnen Professor van Dusen vorstellen? Er ist sozusagen mein offizieller Begleiter während des Wochenendes. Professor, das ist Orin Goldner. Er hat dieses jährliche Treffen initiiert. Ohne ihn läuft hier gar nichts. Oh, freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Goldner. Sind Sie ebenfalls Mediziner? Ja. Nun ja, ich habe bis vor 5 Jahren noch praktiziert, bis ich dann unter der Schirmherrschaft der Ärztekammer dieses jährliche Event ins Leben gerufen habe. Seitdem konnten wir bereits 3-mal Frauen und Männer auszeichnen, die sich auf dem Gebiet der Medizin besonders hervorgetan haben. Ich gehöre zu Dr. Kolseks Patienten. Muss ich mir Sorgen machen, dass er noch nicht zu den Preisträgern gehörte? Sie sind gut. In jedem Jahr laden wir einige Ärzte hierher ein. Jeder von Ihnen hätte die Auszeichnung zum Mann des Jahres verdient. Oder zur Frau. Wir haben tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal eine Frau unter den Kandidaten, Dr. Clotilde Bernard. Sie ist heute früh schon zusammen mit Professor Grant angereist. Hoppla! Ist da etwa doch etwas dran an den Gerüchten, dass die beiden ein Paar sind? Ich glaube ja. Meine Assistentin Miss Stokes hat erzählt, dass Grant beim Einchecken den Arm um sie gelegt hat. Um ihre Assistentin? Großer Gott, nein! Um Dr. Bernard! Ist es denn? Von mir haben Sie das aber nicht, hm? Verzeihung, Mr. Goldner? Ja. Mein Name ist Tess Haley. Ich bin die Tochter von... Oh, natürlich, Miss Haley. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie trotz allem gekommen sind. Darf ich Ihnen nochmals sagen, wie leid mir diese grässliche Sache mit Ihrem Vater tut? Wir alle sind noch immer regelrecht geschockt. Ist es nicht so?
Oh ja, geschockt ist wohl der richtige Ausdruck dafür. An dieser Stelle mein herzliches Beileid, Miss Haley. Danke. Ich danke Ihnen sehr. Ich habe lange überlegt, ob ich nicht doch noch absagen soll. Aber dann dachte ich mir, Daddy hätte es gewollt. Daddy hätte gewollt, dass ich teilnehme. Ich tue es für ihn. Sie hätten keine bessere Entscheidung treffen können, meine Liebe. Verzeihung, wenn ich mich einmische. Mein Name ist Van Dusen, Professor Augustus Van Dusen. Darf ich fragen, was mit Ihrem Vater passiert ist? Natürlich dürfen Sie. Mein Vater ist vor 8 Tagen erschossen worden. Während eines Angelausflugs ganz in der Nähe. Ich wurde ungewollt Zeugin des Verbrechens. Ich war mit ihm im Boot, als es passierte. Oh, das war ganz sicher eine furchtbare Erfahrung für Sie. Was ist mit dem Schützen? Hat man ihn gefasst? Nein. Er ist entkommen und hat so gut wie keine Spuren hinterlassen. Die Polizei geht davon aus, dass ein Präzisionsgewehr benutzt wurde. Demnach ist ein Unfall wohl auszuschließen. Ja. Mein Vater wurde ganz gezielt getroffen. Hingerichtet von einem feigen Mörder. Es tut mir sehr leid, das zu hören. Schon gut, Professor. Wie sagt man immer? Das Leben geht weiter, stimmt's? Für uns alle. Und das muss es ja wohl auch. Trotzdem hoffe ich, dass das Leben des Mörders genauso abrupt endet wie das von meinem Dad. Oh, aus Ihnen spricht die Verbitterung. Das ist verständlich. Heute Morgen fand die Beerdigung meines Vaters statt. Es hat in Strömen geregnet. Wissen Sie, dass ich den Mörder allein dafür hasse? Was halten Sie davon, wenn wir alle zusammen hineingehen? Es könnte hier nämlich auch gleich losgehen. Ich meine, Miss Stokes hat drinnen einen Begrüßungscocktail vorbereitet, bevor dann alle auf ihre Bungalows aufgeteilt werden. Kommen Sie, meine Liebe. Ich bin sicher, dass Sie sich bei uns wohlfühlen werden und Sie auf ein paar andere Gedanken kommen. Ja, vielleicht. Sie entschuldigen uns sicher. Ja. Nun ja, vielleicht sollten wir auch hineingehen. Haben Sie die Augen dieser Frau gesehen, Doktor? Wie? Oh ja, das habe ich. Es lag so ein Ausdruck darin. So ein gewisses... Diese Frau wird so schnell keinen anderen Gedanken hegen als den einen. Welchen? Was meinen Sie? Sie ist voll von Verbitterung. Verbitterung und Hass. Und angetrieben wird sie von dem Gedanken an Rache. Ja, Sie könnten tatsächlich recht haben damit. Noch ist es nur ein Gedanke. Vielleicht ist sie aber auch schon einen Schritt weiter. Diese beiden Bürschchen nehmen Sie jetzt mit viel Flüssigkeit ein. Egal was? Nur keinen Alkohol. Am besten Sie trinken ein großes Glas Wasser dazu. Bedienen Sie sich. Und diese Tabletten sind jetzt geringer dosiert, ja? Genau das. Und sollten sich nach der Einnahme dennoch Halluzinationen breitmachen, wäre es gut, wenn Sie mich sofort verständigen würden. Wird gemacht. Aber was, wenn dies hier nun gerade eine Halluzination ist und wir beide, also Sie und ich, in Wirklichkeit gerade in einem Sportwagen auf den Rand einer Klippe zurasen. Hä? Schon gut, war ein Scherz. Adio, Casablanca. Wie bitte? Oh, auf Wiedersehen, Lorry und Konsorten, meinen Sie wohl? So ist es. Besuch für Sie, Doktor. Das wird Orens Sekretärin sein, die uns zum Dinner abholt. Guten Abend, Doktor. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Chris Corbin? Derselbe. Na, das nenne ich mal eine Überraschung. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Sie ebenfalls eingeladen sind. Um ehrlich zu sein, hatte ich bis vor ein paar Tagen selbst noch keine Ahnung. Ich glaube, ich bin zu dieser Einladung gekommen wie die Kuh zum Kalb. Na, nun untertreiben Sie mal nicht. Hierher wird man immerhin nicht eingeladen, nur weil man eine Kompresse fehlerfrei anlegen kann.
Sagen Sie, woran arbeiten Sie derzeit? Ich beschäftige mich noch immer mit der primären und sekundären Hämostase. Ich bin da in einer Versuchsreihe dran, die mir sehr vielversprechend erscheint. Sehr löblich. Nein, wirklich. Sehr, sehr löblich. Hämostase. Das ist das Feld der Blutgerinnung. Ah, noch jemand, der sich auskennt, wie mir scheint. Das ist Professor van Dusen. Er hat mich hierher begleitet. Angenehm. Sie sind ebenfalls Mediziner, Professor? Nein, aber ich habe in den letzten Wochen ebenfalls eine Menge geronnenes Blut zu Gesicht bekommen. Viel zu viel für meinen Geschmack. Oh. Ja, der Professor ist so etwas wie ein privater Ermittler. Ein Detektiv? Ja, Sie wissen schon. Eine Spürnase, ein Aushorcher, ein Lockspitzel oder einfach nur ein ganz ordinärer Schnüffler. Jemanden, den man nicht unbedingt auf seiner Party haben möchte. Aber ganz so schlimm, wie es für Sie zunächst den Anschein haben mag, bin ich in Wirklichkeit gar nicht. Na, wie gut, dass wir beide keine Leichen im Keller versteckt haben, was, Doktor? Wie wäre es, wenn wir jetzt zusammen rübergingen? Hm? Man wartet sicher schon auf uns. Gartenparty mit lauter Ärzten und sonstigen Medizinern. Wo könnte man sich wohl mehr als hier fehl am Platz fühlen? Aus den Lautsprechern neben dem kittelweißen Hauptpavillon tropfen wie klebriger Sirup honigsüße Melodien. Best of Fahrstuhl, Volume 3. Während ich so dastehe, ein Rhabarber-Cocktail in der linken Hand, beobachte ich unauffällig die Gäste, von denen im Laufe des Wochenendes einer die Metamorphose zum Mann des Jahres vollziehen wird. Oder zur Frau des Jahres, je nachdem, wen es trifft. Ich lasse es zu, mich von Dr. Kolsek herumführen zu lassen. Ich schüttle Hände. Warme, weiche, schlaffe, kalte, feste, feuchte, zerbrechliche. Es ist alles vertreten. Ich lerne sie alle kennen. Dr. Khalid Price treffe ich am zugegebenermaßen reichlichen und gut durchdachten Buffet. Leber, wie das duftet. Als Chirurg haben Sie doch sicher schon die eine oder andere transplantiert, oder? Ja, das habe ich in der Tat. Erst Anfang der Woche hatten wir einen Mann, der... Nun, vielleicht nehme ich doch lieber etwas anderes. Ist ja genug da, nicht wahr? Flambierte Nierchen? Nein, nichts von alledem. Ich glaube, ich werde es einfach mal mit Reis versuchen. Reis, ja. Sagen Sie, wie läuft denn das eigentlich morgen mit der Preisverleihung? Wer bildet die Jury? Wer legt den Preisträger fest? Hat Ihnen Dr. Kolsek nichts davon gesagt? Ja, unter uns, ich finde, Dr. Kolsek ist ja manchmal etwas, Seltsam, dass Sie das erwähnen. Dasselbe denke ich auch jedes Mal, wenn ich ihn treffe. Ja, ich habe mitunter das Gefühl, dass er mir nicht alles sagt, was er weiß. Nun, was die Jury angeht, so ist dieser Teil bereits gelaufen. Die Jury ist letzte Woche bereits in New York zusammengetreten. Dort haben sie auch den diesjährigen Preisträger bestimmt. Ah, was Sie nicht sagen. Diese Person steht also bereits fest? Ja, aber wer es ist, bleibt noch bis morgen Abend ein Geheimnis. Ich muss in aller Bescheidenheit jedoch zugeben, dass ich mir durchaus große... Ja, aber es muss doch jemanden geben, der darüber Bescheid weiß. Wie sonst sollte das Preisgeld übergeben werden? Natürlich. Unser Gastgeber, Mr. Goldner, ist im Bilde. Er bewahrt irgendwo den versiegelten Umschlag der Kommission auf. Naja, bedeutet, er erfährt den Namen auch erst in dem Augenblick, in dem er den Umschlag öffnet. Ich würde sagen, natürlich wird die Preisverleihung hinreichend dokumentiert und an die New Yorker Jury zurückgemeldet, damit man nicht, Sie verstehen, Schundlieder treiben kann. Ja, wobei ich glaube, dass es Schindluder heißt. Ja, Verzeihung, Sie haben vollkommen recht. Ich war wohl durch die langweilige Musik abgelenkt. Wissen Sie, was eigenartig ist? Was denn? Jedes Mal, wenn ich irgendwo einen Aufzug benutze, ganz gleich in welcher Stadt, muss ich an diesen Ort hier denken. Seltsam, ja. Vielleicht unterhalten Sie sich bei Gelegenheit mal mit Dr. Kolsek darüber. Ja, vielleicht, ja. Oh, hallo, Dr. Corbin. Dr. Price, haben Sie das hier schon probiert? Geflügelherzen in Rotweinsauce.
Danke, nein. Vielleicht lieber ein anderes Mal. Sie sollten nicht so viel rauchen, Corbin. Ich weiß, aber ich kann mir meine Laster einfach nicht abgewöhnen. Oh, hallo, Miss Stokes. Hallo, Dr. Price. Alles zu Ihrer Zufriedenheit? Ja, sicher doch. Und bei Ihnen, Professor Van Dusen? Dr. Corbin? Kann ich noch etwas für Sie tun? Nein, besten Dank, Miss... Stokes. Aber jeder hier nennt mich Birdie. Ich meine, falls es Ihnen nicht zu ordinär erscheint. Ich würde Sie auch Big Bird oder Bibo nennen, falls Sie darauf bestehen. Birdie reicht vollkommen. Und passt perfekt zu Ihnen. Immer wenn ich mich gerade mit Ihnen unterhalten will, sind Sie schon wieder weitergeflattert. Ich bin nun mal Owens, Mr. Goldners Sekretärin. Ach, eine Sache gibt es vielleicht doch. In meinem Bungalow brennt kein Licht. Tatsächlich? Seltsam. Nummer 4, richtig? Die 5. Ah ja, natürlich. Ich werde gleich für morgen früh den Techniker bestellen, wenn Sie vielleicht lieber in die 11 ziehen wollen. Die wäre noch frei. Nein, so dringend ist es nicht. Ich kümmere mich sofort darum. Bis später. Bis später. Ach, ist sie nicht entzückend? Wie ein Vögelchen. Ich habe die Hoffnung, dass sie eines Tages auch noch auf meiner Stange landet. Bestimmt. Nur wenn Sie nicht aufpassen, legt sie Ihnen auch noch ein Ei ins Nest. Hä? Ich fühle mich in Corbins Anwesenheit plötzlich irgendwie überflüssig. Nur 2 Meter weiter, in der Nähe der kleinen, überdachten Bar, treffe ich auf Dr. Hudson Moore, der sich in Begleitung seiner hübschen Tochter Carly befindet. Auch ohne sie wäre er zu dieser frühen Stunde bereits nicht mehr ganz allein unterwegs, wenn Sie verstehen, was ich damit sagen will. Na, Sie werden ja gleich merken, was ich meine. Ah, sieh mal an, Sie sind doch dieser Professor von Dings, von Dyson. Van Dusen, Vater. Verzeihung. Ach, schon gut. Ich habe selbst lange gebraucht, um mich an diesen Namen zu gewöhnen. Unter uns, Professor. Mein Vater hat leider ein bisschen zu tief ins Glas geguckt. Ich bin gerade dabei, ihn zu unserem Bungalow zu bugsieren. Verstehe. Wenn Sie wollen, bin ich Ihnen gern behilflich. Damit würden Sie mir wirklich einen großen Gefallen tun, Professor. Das Ganze ist jetzt schon peinlich genug für uns. Was wisperst du da, Carly? Lassen Sie sich von ihr nicht erzählen, dass ich schon genug getrunken hätte, Professor. Ich habe da nämlich noch so ein Kratzen im Hals, das ich gerne loswerden will. Carly ist die beste Tochter, die man sich wünschen kann, aber manchmal ist sie ein bisschen streng, zu streng mit mir. Was halten Sie davon, wenn wir Sie nach drüben begleiten und Sie dort noch einen winzigen Schlummertrunk zu sich nehmen? Einen Schlummertrunk? Klingt gar nicht so übel. Tja, also dann. Danke, Professor. Ja, keine Ursache. Ich schätze, ich bin es, der sich bedanken muss. Bitte denken Sie nicht, dass es meine Art ist, mich so gehen zu lassen. Ich glaube, mir ist einer dieser bunten Cocktails nicht gut bekommen. Das kann ja mal passieren. Das gehört sich nicht. Nicht für jemanden in meiner Position. Ist das nicht... Wie heißt er noch gleich? Ach, Dr. Hudson Moore. Er war mal ein großer Hoffnungsträger bis... nun ja, Sie sehen ja. Kommen Sie, Doktor. Wir haben es gleich geschafft. Voll wie eine Hauptwitze. Ich finde das überhaupt nicht witzig. Sowas passt einfach nicht hierher. Mathilde, sieh doch nicht immer alles so ernst. Die Leute reden, hä? Ach, das tun sie immer. Machen Sie sich nichts daraus. Tut mir leid, Carly. Soll nicht wieder vorkommen. Schon gut, Dad. Wir sind da. Danke, Professor. Den Rest schaffe ich allein. Ja, in Ordnung. Warten Sie. Warten Sie noch einen Augenblick, Professor. Sie sind doch so was wie ein Detektiv, wie ich gehört habe. Zumindest ist Ihr Begleiter... Dr. Kolzek. Richtig. Der hat's mir erzählt. Gibt es etwas, was ich für Sie tun kann? Vielleicht ja, vielleicht nein. Die Polizei jedenfalls hat sich nicht sonderlich für meine Geschichte interessiert. Was für eine Geschichte? Eine reizende Story, Professor. Sie handelt hauptsächlich davon, dass jemand vor ein paar Tagen versucht hat, mich auf offener Straße zu erschießen. Musik.
erst einen Kaffee, Dad. Aber Vorsicht, ist ziemlich heiß. Danke, mein Engel. Ich wüsste wirklich nicht, was ich ohne dich täte. Ja, das ist gut. Stark, aber gut. Ich glaube, es geht mir tatsächlich schon etwas besser. Sie wollten mir von den Schüssen erzählen, Doktor. Mhm. Ein Schuss, Professor. Es war nur einer. Und er hat mich haarscharf verfehlt. Wie kam denn das? Es war vor unserer Garage. Ich war gerade mit dem Wagen nach Hause gekommen. Die Elektrik funktionierte mal wieder nicht. Deswegen bin ich ausgestiegen, um das verdammte Tor per Hand zu öffnen. Dazu verwende ich einen kleinen Schlüssel. Ich steige also aus und gehe auf das Tor zu. Dabei zücke ich meinen Schlüsselbund. Kurz vor dem Tor fällt mir das Ding runter. Gott sei Dank, sage ich heute. Denn in dem Augenblick, in dem ich mich bücke, gibt es irgendwo hinter mir einen scharfen Knall. Sind Sie sicher, dass es wirklich ein Schuss gewesen ist? Absolut, Professor. Ich habe ja sogar noch den Lufthauch gespürt, als das Geschoss an mir vorbeigepfiffen ist. Ach, Dad, ich finde, an dieser Stelle übertreibst du immer. Ja, zugegeben. Ich bin mir nicht mehr sicher darüber, wie dicht mich der Schuss verfehlt hat. Aber eines kann ich Ihnen zeigen, Mr. Van Dusen. Ja. Oh, Sie haben die Kugel sichergestellt. Steckte im Holzbalken direkt neben dem Tor. Hab sie mit meinem Taschenmesser rausgekratzt. Mhm. Kaliber 7,62, würde ich meinen. Exakt. Das ist genau das, was mir der Waffenexperte bestätigt hat. Ich hatte ihm das Geschoss gezeigt. Woher kennen Sie sich so gut damit aus, Professor? Ja, das wüsste ich selbst gerne. Wie bitte? Das ist eine lange Geschichte. Ich hatte einen Unfall, der eigentlich keiner war. Als ich aus dem Koma erwachte, hat man sofort versucht, mich umzubringen. Hat nicht geklappt. Seither hat man es noch weitere Male versucht. Wie sieht's denn bei Ihnen aus, Doktor? Hat man noch häufiger auf Sie geschossen? Nein. Hätte mich auch gewundert. Wieso das? Weil das hier Munition ist, wie sie beispielsweise für ein Präzisionsgewehr verwendet wird. Und ein geübter Schütze schießt ganz sicher kein zweites Mal daneben. Sie haben mit der Polizei darüber gesprochen? Ein hoffnungsloser Fall. Die Polizei, meine ich. Haben so einen pickeligen Burschen geschickt, der aussah, als bekäme er noch jeden Morgen von Mami ein Glas warme Milch mit Honig. Ach, Dad, der Sergeant hat sich wirklich Mühe gegeben. Mühe? Ich musste ihm erklären, was in so einem Fall am besten zu tun ist und was er in seinen Bericht schreiben soll. Waren Sie auch im Haus, als der Schuss auf Ihren Vater abgegeben wurde, Miss Moore? Nein. Seit ich mit dem College fertig bin, lebe ich mit einer Freundin zusammen. Mein Vater rief mich an dem Abend an und erzählte mir, was passiert war. Sie beide haben zweifellos inzwischen von Dr. Haley erfahren, oder? Ja, grässlich. Einfach grässlich. Ich meine, ich habe den Mann nicht gekannt, aber so etwas ist immer grässlich, nicht? Ich habe mich vorhin mit seiner Tochter unterhalten, Tess. Sie ist mit ihrem Vater im Boot gewesen, als es passierte. Grässlich. Denken Sie etwa, dass zwischen diesen beiden Fällen ein Zusammenhang bestehen könnte? Zwei Ärzte, zwei Schüsse. Einer in New Jersey und einer im Staat New York. In beiden Fällen wurde aus einer größeren Entfernung geschossen. Mehr lässt sich wohl zum aktuellen Zeitpunkt nicht feststellen. Sie haben nicht zufällig im Vorfeld irgendwelche Drohungen erhalten, Dr. Moore? Nein, nichts. Gar nichts in der Art. Mir ist das Ganze ein völliges Rätsel. Wissen Sie, ob man hier draußen guten Handyempfang hat? Meins zeigt kaum eine Regung, seit wir hier sind. Ja, das ist auch so ein Trauerspiel, nicht wahr? Die Chinesen machen sich daran, auf dem Mars zu landen. Und wir kriegen nicht mal ein vernünftiges Telefonnetz auf die Beine gestellt. Na, ich glaube, da drüben bei der Rezeption gibt es ein Festnetztelefon. Ja, danke für den Tipp. Ich glaube, ich mache mich mal auf den Weg dorthin. Was haben Sie vor, Professor? Mich vergewissern, dass die beiden Fälle nichts miteinander zu tun haben. Irgendwie könnte ich in diesem Fall ruhiger schlafen. Ja, tun Sie das. Und lassen Sie mich gerne wissen, was dabei herausgekommen ist. Wird gemacht. Schön haben Sie es hier. Irgendwie ist Ihr Bungalow viel gemütlicher als meiner. So? Ich habe gedacht, die sind alle gleich. Ja, sind Sie sicher auch. Ich schätze, es hat eher etwas mit mir zu tun.
Nun, wie auch immer, ich wünsche Ihnen beiden eine angenehme und vor allem eine ruhige Nacht. Mr. Goldner? Sind Sie hier? Hallo? Mr. Goldner? Sind Sie... Ist überhaupt irgendjemand hier? Ja. Bates Motel ist das Erste, was mir in diesem dunklen und abseits vom Gelände liegenden Kasten in den Sinn kommt. Das flackernde Licht meines jämmerlichen Streichholzes zuckt und züngelt und wirft einen Lovecraftianischen Schatten an die Wand. Es dauert einen Augenblick, bis ich begreife, dass es mein eigener ist. An den Wänden und über dem Durchgang zum kleinen Büro hinter der verwaisten Rezeption befinden sich ausgestopfte Tiere. Ein Uhu, der seine gefiederten Schwingen ausgebreitet hat, sieht mich aus funkelnden Augen an, als wolle er sich in der nächsten Sekunde auf mich stürzen. Und obwohl ich es besser wissen sollte, bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich nur eine Einbildung ist. Könnte nämlich gut sein, dass er sich gerade bewegt hat und... Autsch! Er ist immer noch genau über der Tür, hat sich kein Millimeter bewegt. Ich peile das Büro hinter dem Tresen an. Die Tür scheint nur angelehnt zu sein. Licht. Na also. Zwar ist das die trübste Funzel, die mir in meinem Leben je untergekommen ist, aber zumindest kann ich meine Umgebung nun wenigstens ansatzweise erahnen. Auf dem Schreibtisch erkenne ich ein paar Papiere und neben den üblichen Utensilien auch einen Telefonapparat. Es ist ein altes Modell, wie mir scheint. Und wenn ich alt sage, dann meine ich es auch so. Ja, hallo? Oh, sind Sie das, Westlake? Wen haben Sie denn angerufen? Die Wohnung von Gordon Westlake in New York. Sehen Sie, ich... Moment mal. Sind Sie das, Van Dusen? Wer will das wissen? Ich, Westlake. Hören Sie, was wollen Sie, Professor? Hedges nicht zu sprechen. Gönnen Sie ihr doch wenigstens heute Abend eine kleine Auszeit. Ich muss Sie aber sprechen, es ist wichtig. Sorry, Professor. Ich glaube ohnehin, es wird langsam Zeit, dass Hedge sich von Ihnen abnabelt. Aber... Nichts zu machen. Sorry. Ah! 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 Ich habe plötzlich so Schmerzen in der linken Brusthälfte. Ich glaube... Sie brauchen doch nicht schon wieder einen Herzanfall vortäuschen. Das ist echt so armselig. Was ist denn los? Wer ist denn dran, Darling? Ach, nichts. Niemand. Ist er es? Ja, natürlich. Wer denn sonst? Nicht einmal heute Abend kann er dich in Ruhe lassen. Gib mir den Hörer. Ich sag es ihm. Tu mir den Gefallen, Hedge, und lass dich nicht wieder von ihm bequatschen. Ich bin es nämlich langsam leid. Van Dusen? Hedge! Hören Sie auf damit, Professor. Sie haben keinen Herzinfarkt. Was wollen Sie? Ich brauche Sie, Hedge. Professor, ich kann nicht zu Ihnen kommen. Ich weiß ja nicht mal, wo Sie sind. Philo hat etwas von einem Camp erzählt. Ja, eine Art Preisverleihung. Ich bin hier unter lauter Ärzten. Und da rufen Sie ausgerechnet mich an? Eine ehemalige Krankenschwester? Es ist doch nichts Medizinisches, Herrgott. Ich brauche jemanden mit etwas Grips. Jemand, der für mich in einem Fall recherchieren kann. Ich weiß Inspektor Bishops Nummer nicht und Philo konnte ich nicht erreichen. Also bin ich sowieso nur dritte Wahl, ja? Na prima. Aber jetzt seien Sie doch nicht gleich wieder so zimperlich, Hedge. Es wird Sie vielleicht nicht interessieren, aber was Sie im Hintergrund hören, ist meine Verlobungsfeier. An meinem Geburtstag? Was sollten wir tun? Sie sind ja abgehauen, ohne ein Wort zu sagen. Das Catering konnte nicht mehr abbestellt werden, ebenso wie die Musiker. Ich war total verzweifelt. Und da hat Gordon... Er hat mir vorhin einen Heiratsantrag gemacht. Moment mal. Sie feiern Ihre Verlobung mit meinem Essen, meiner Musik und meinen Gästen? Ja, und die Rechnung wird auch an Sie gehen, Professor. Nur, dass Sie es wissen. Tut mir leid, Hedge. Ich hätte... Ja, vielleicht hätte ich sensibler sein sollen. Geschenkt. Warten Sie. Ich nehme Sie mit nach nebenan. Da ist es hoffentlich etwas ruhiger. So, wo brennt's denn diesmal? Geht es Ihnen gut? Sind Sie in Gefahr? Nirgendwo. Ja, nein. Glaube ich Ihnen nicht, aber egal. Weshalb haben Sie angerufen? Ich möchte, dass Sie und Philo versuchen, Bishop zu erreichen. Und zwar heute Nacht noch. Der wird sich bedanken. Also schön, was soll ich ihm sagen? Ich erzähle Hedge vom Mordfall Haley und vom versuchten Mordanschlag auf Dr. Moore. Ich gebe ihr nach und nach die Namen der hier Anwesenden durch und bitte sie, die Leute durch Bishop checken zu lassen. Am Ende hinterlasse ich ihr die Nummer, die zu diesem Anschluss gehört. Wir vereinbaren, dass sie mich punkt Mitternacht anruft. Okay,
Ja, ich denke, ich habe alles. Und Sie sagen, Bishop... Dass er sich beeilen soll, schon klar. Sonst hätten Sie wohl nicht hier angerufen. Okay, Sie hätten vermutlich so oder so angerufen, richtig? Westlake meint es wirklich ernst mit Ihnen, ja? Ja. Sieht so aus, als hätte ich zur Abwechslung auch mal etwas Glück, was Männer angeht. Nun ja. Ich weiß. Aus irgendeinem Grund denken Sie, Gordon könnte mich nicht gut behandeln. Aber wissen Sie was? Ich glaube, dass Sie sich dieses Mal irren, Professor. Naja, ich meine ja nur, dass... Ich möchte nicht mehr darüber reden. Klar? Ja, klar. Gut. Ich werde jetzt Bishop aus dem Bett klingeln. Wenn er nicht da ist, versuche ich es in der Bar, in der er jeden Abend abhängt. Sehr gut. Sonst noch was? Nein. Gut, dann... Dann mache ich mich an die Arbeit. Ach, Professor? Ja? Herzlichen Glückwunsch. Danke gleichfalls. Oh, Hedge. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Wer zum Teufel? Sie. Oh Gott, Lori. Nicht schon wieder Sie. Das kann ich mir denken. Was haben Sie sich dabei gedacht, hm? Ja, wieso gedacht? Was gedacht? Dabei etwas gegen mich unternehmen zu wollen, natürlich. Ja, aber... Haben Sie eine Vorstellung davon, was es mich für Anstrengungen gekostet hat, hierher zu kommen? Nun, Nein, natürlich haben Sie die nicht. Weil Sie mich als Krankheit ansehen. Sie behandeln mich wie einen Aussätzigen, dem man nicht mal die Hand reicht, weil man dann Gefahr läuft, sich einen Ausschlag oder Schlimmeres zu holen. Ich finde, jetzt übertreiben Sie aber... Sie haben gut reden. Sie arroganter, hochnäsiger, hoffnungslos überschätzter, ignoranter, alter Einfallspinsel. Kein Wunder, dass Sie es nicht rausfinden, wenn Sie mich nicht ernst nehmen. Was erwarten Sie jetzt von mir? Hm? Doch nicht etwa Mitleid. Sie sind eine Halluzination, Peter. Ein Wachtraum. Und ich weiß es. Deswegen haben Sie keine Macht mehr über mich. Wenn Sie doch nur endlich von Ihrem hohen Ross herunterkommen wollten. Wie wäre es denn, wenn Sie mir zur Abwechslung mal erklärten, was Sie eigentlich von mir wollen? Das, was ich Ihnen schon von Anfang an versucht habe beizubringen. Sagen Sie es mir noch einmal. Vielleicht bin ich ja etwas schwer von KP. Das würde ich sofort unterschreiben. Haben Sie Feuer? Nicht für jemanden, der gar nicht da ist. Ich weiß nicht, wo das enden würde. Bemühen Sie sich nicht. Das Ganze ist einfach lächerlich. Und reine Zeitverschwendung. Finden Sie? Ja. Wissen Sie eigentlich, dass Sie im Augenblick nichts weiter sind als ein Spielball? Eine Art Marionette für die Needle Incorporated? Das behaupten Sie. Ich weiß es. Wo sind Ihre Beweise, Peter? Ich brauche keine. Erinnern Sie sich noch an die falsche Witwe? Larissa Polyakova, ja, eine rücksichtslose Verbrecherin. Wir haben sie zur Strecke gebracht. Ja, das haben Sie. Und damit haben Sie Leuten den Weg geebnet, die um keinen Deut besser sind als diese grässliche Frau. Na, Sie sprechen von Needle, von Conway Decker. Unter anderem. Diese Leute umgeben sich gern mit dem Glanz und Glamour der Wohltaten, die sie vollbringen. Aber wenn sie ihnen die Maske herunterreißen, Professor, kommt darunter die Fratze des Satans zum Vorschein. An dem Geld, das sie nehmen, klebt Blut, Van Dusen. Das Blut vieler unschuldiger Menschen. Je eher sie das einsehen, desto besser für sie, für uns alle. Und was, denken Sie, soll ich gegen diese Organisation unternehmen, wenn sie wirklich so mächtig ist, wie Sie behaupten? Suchen Sie nach der wahren Wurzel des Übels, Professor. Und ich rate Ihnen gut, es zu tun, bevor es zu spät ist. Warum? Was wissen Sie noch? Es könnte sein, dass diese Leute nicht mehr lange an ihrer Mitarbeit interessiert sind. Vielleicht haben sie auch Angst,
Sie könnten sich erinnern an Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind. Sie glauben, man wird versuchen, mich loszuwerden? Die Pläne dafür laufen bereits. Ja, gut. Ich habe verstanden. Das hoffe ich. Für Sie. Warum sagen Sie mir nicht... Augenblick, Professor. Was ist los? Was haben Sie denn nun schon wieder? Irgendwo da draußen passiert etwas. Jetzt. In diesem Augenblick. Gott, was war das? Ich weiß nicht. Es hat sich angehört wie ein Schuss. Bist du in Ordnung? Ja, bin ich. Aber was... Seltsam. Vorsicht, Dad. Was tust du da? Das Fenster. Es ist nur angelehnt. Und hier liegt Glas am Boden. Porzellan. Aber was ist passiert? Wo kam der Schuss her? Ich habe keine Ahnung. Aber das gefällt mir nicht. Vielleicht sollten wir besser Mr. Goldner Bescheid sagen. Oder Professor Van Dusen. Glaubst du wirklich? Wo willst du hin, Dad? Keine Sorge. Ich will nur nachsehen, ob... Da draußen ist alles ruhig. Bitte komm von der Tür weg. Aber ich will doch nur... Was ist los? Ich habe etwas gesehen. Ich glaube, da draußen ist jemand. Dad! Er kommt her. Carly! Gib mir den Schürhaken vom Kamin. Aber... Tu einfach, was ich dir sage. Schnell! Hier. Danke. Und bleib im Haus, hörst du? Egal, was passiert. Ist gut. Da kommt er. Kann verdammt nochmal nichts erkennen. Sei vorsichtig, Dad. Ja. Ich empfehle Ihnen, erst zuzuschlagen, wenn Sie absolut sicher sind, wen Sie treffen wollen. Van Dusen. Oh Gott, das... Das habe ich nicht gewollt. Ja, das will ich Ihnen gerne glauben. Aber vielleicht geben Sie mir den Schürhaken trotzdem sicherheitshalber, bevor Sie damit jemanden verletzen. Was? Ach so, ja, natürlich. Darf ich fragen, was hier los ist? Ich wollte mir gerade noch draußen ein wenig die Füße vertreten, als ich einen dumpfen Laut gehört habe. Der kam aus unserem Bungalow, fürchte ich. Carly und ich, wir haben uns sofort gefragt, wer da geschossen hat. Geschossen? Ja. Dad und ich hörten den Knall und sind sofort aus unseren Zimmern. Wir sind noch vollkommen durcheinander. Im Wohnzimmer ist nämlich... Da steht ein Fenster offen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es vor dem Schlafengehen geschlossen haben. Darf ich mir das ansehen? Bitte, kommen Sie. Hier. Hier vorne ist es. Aber passen Sie auf. Unter dem Fenster liegen Splitter. Woher kommt das? Ich glaube, auf der Fensterbank hat eine kleine Vase gestanden. Ja, richtig. Ich kann mich erinnern, sie heute Abend gesehen zu haben. Und das Fenster... Einfache Bauweise. Tja, es sieht so aus, als sei es von außen aufgebrochen worden. Also, ich begreife das alles nicht. Wieso bricht man das Fenster auf? Und wer hat auf uns geschossen? Ich bezweifle, dass dieser Schuss diesmal Ihnen galt, Doktor. Nicht? Ja, aber wie ist es dann gewesen? Allem Anschein nach ist hier jemand eingestiegen, um von hier aus auf ein Ziel anzulegen, das sich außerhalb Ihres Bungalows befand. Aber wozu denn das um Himmels Willen? Nun, ich würde vermuten, dass der Schütze hier ungesehen auf sein Ziel anlegen konnte. Natürlich war das Vorhaben riskant, aber Sie beide haben ja geschlafen. Richtig? Ja, Dad und ich sind ungefähr vor einer Stunde zu Bett gegangen. Ich habe geschlafen. Nun ja, jedenfalls bis zu dem Schuss. Da bin ich hochgeschreckt. Ich habe einen sehr leichten Schlaf, müssen Sie wissen. Sie beide sind dann aus Ihren Zimmern gekommen und stellten fest, dass das Fenster offen war? Ja, genau so war es. Oder, Carly? Ja, Dad. Mein Vater ist dann zur Tür, um nachzusehen. Und dann kamen Sie. Ja. Ich hörte von meinem Bungalow diesen Knall. Dann bin ich in diese Richtung gelaufen. 75 Meter, will ich meinen. Ich sah, wie Ihre Tür geöffnet wurde und den schwachen Lichtschimmer, der nach draußen drang. Ja, aber Professor, wenn der Schuss nicht mir oder
Gott bewahre, Carley gegolten hat. Für wen war er denn dann bestimmt? Wissen Sie zufällig, wem der letzte Bungalow auf der gegenüberliegenden Seite gehört? Ja, er gehört. Oh mein Gott, das ist der Bungalow von Dr. Corbin. Da vorne vor dem Haus. Da liegt etwas. Geben Sie mir die Lampe. Und Sie beide gehen bis auf weiteres in Deckung. Glauben Sie etwa, dass der Schütze sich noch in der Nähe aufhalten könnte? Das halte ich im Augenblick für mehr als wahrscheinlich. Professor van Dusen, was ist mit Dr. Corbin? Ja, er ist erschossen worden. Ein präziser Schuss, genau zwischen die Augen. Das Ganze muss sehr schnell gegangen sein und hat sich zugetragen vor, ja, nicht mehr als 10 Minuten. Und eines dürfte dabei jetzt schon so gut wie sicher sein. Der tödliche Schuss wurde aus Ihrem Bungalow abgegeben, Dr. Moore. Aber das ist ja entsetzlich. Was tun wir denn jetzt? Wir müssen doch... Was um aller Welt ist denn hier los? Wir haben einen Knall gehört und anschließend Stimmen. Was... Aber das ist ja Dr. Corbin. Großer Gott, was ist mit ihm? Man hat ihn vor ein paar Minuten erschossen. Von unserem Haus aus. Was? Ich verstehe nicht. Wie ist denn das möglich? Ich meine, wer tut denn so etwas? Das wird herauszufinden sein. Wurde die Polizei schon verständigt? Noch nicht. Wir hatten noch keine Gelegenheit dazu. Einen Augenblick mal. Ich höre hier Polizei und erschossen. Würde mich vielleicht freundlicherweise mal jemand aufklären? Hier liegt ein heimtückischer Mord vor, Mr. Goldner. Der Täter hat sich aller Wahrscheinlichkeit nach Zutritt zum Bungalow von Dr. Moore verschafft. Sie werden feststellen, dass man vom Wohnzimmer aus einen perfekten Blick auf dieses Haus hat, ohne dabei selbst gesehen zu werden. Um Himmels Willen, wo steckt dieser Kerl jetzt? Der Schütze? Nun, jedenfalls nicht mehr im Haus. Das ist das Einzige, was ich im Moment mit Sicherheit sagen kann. Einen Augenblick, Professor. Sie sagen, der Schuss wurde von dort drüben abgegeben? Das steht für mich außer Zweifel. Aber das finde ich seltsam. Was? Was finden Sie seltsam? Nun ja, Dr. Corbin sprach mich heute Abend darauf an, dass das Licht in und an seinem Bungalow nicht funktioniert. Ich versprach ihm, morgen einen Techniker vorbeizuschicken. Ja, und? Nun ja, Corbins Bungalow liegt vollkommen im Dunkeln. Ich frage mich, wie ihn der Schütze von da drüben überhaupt sehen konnte. Gut, Birdie, ein sehr wertvoller Hinweis. Denn vielleicht ist es so, dass... Vielleicht hat er ein Nachtsichtgerät benutzt. Tess, um Himmels Willen haben Sie uns erschreckt. Wie lange standen Sie schon da im Schatten? Nicht lange genug, um den feigen Mistkerl zu erwischen. Also, ich muss schon sagen, ein Mord, ein Nachtsichtgerät, was denn noch alles? Möglicherweise ist die Antwort auf Ihre Frage viel trivialer. Der Mörder könnte über Dr. Corbin und seine Angewohnheiten informiert gewesen sein. Vielleicht hat er damit gerechnet, dass Corbin am späten Abend noch einmal vor die Tür gehen würde. Beispielsweise, um eine Zigarette zu rauchen. Und zwar diese hier. Oh Gott. Ein kleiner glühender Punkt in der Dunkelheit. Mehr hat der Mörder nicht gebraucht. Schon die Scharfschützen im Ersten Weltkrieg haben sich immer gern an Zigarettenglut orientiert. Es ist dieselbe Methode wie bei meinem Vater, richtig? Ja, und es ist sogar davon auszugehen, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt. Aber warum das alles? Wer könnte denn ein Interesse daran haben, diese Menschen aus dem Weg zu räumen? Mr. Goldner, ich muss Sie dringend unter 4 Augen sprechen. Am besten sofort. Wo ist das möglich? Kommen Sie, Professor, kommen Sie rein und schließen Sie die Tür hinter sich, bitte. Worauf Sie sich verlassen können. Sie wollen den Umschlag, ja? Und warum? Weil ich glaube, dass die Morde etwas mit der diesjährigen Preisverleihung zu tun haben. Und es würde mich interessieren, wer der Glückliche ist. Und wozu? Was, wenn er bereits tot ist? Was ist in dem Fall? Sie meinen, wenn es Haley oder Dr. Corbin gewesen wären? Tja,
Dann würde die Kommission in New York einen neuen Preisträger bestimmen müssen. Wen zum Beispiel? Nun, natürlich einen von denen, die an diesem Wochenende hierher... Oh Gott, ich begreife allmählich, worauf Sie hinaus wollen. Worauf will ich denn hinaus? Sie glauben, dass hier jemand versucht, die Zahl der möglichen Preisträger zu verkleinern, um selbst in den engeren Kreis der Kandidaten zu gelangen und nebenbei das nicht unerhebliche Preisgeld von $100.000 einzustreichen. Es wäre immerhin ein handfestes Motiv, nicht wahr? Es sei denn, natürlich, die Kommission würde unter diesen Umständen von einer Verleihung absehen. Das weiß ich nicht. So ein Fall ist noch nie da gewesen. Ja, das glaube ich gern. Was ist denn nun mit dem versiegelten Umschlag? Wo bewahren Sie ihn auf? Ich habe ihn nebenan. Warten Sie. Nein, warten Sie besser. Ich will kein unnötiges Risiko eingehen. Also schön, im Schlafzimmer unter meinem Bett befindet sich ein Koffer. Er ist... Schon gut. Sehen Sie ihn? Ja, allerdings nicht unter, sondern auf dem Bett. Er ist aufgebrochen und leer. Was? Sehen Sie sich das an. Aber das darf doch nicht wahr sein. Jemand muss hier eingestiegen sein und... Oh, das ist allerdings ein starkes Stück. Diese Kommission in New York, kann man sie telefonisch erreichen? Nicht vor Montagmorgen, fürchte ich. Sie kennen keines der Mitglieder persönlich. Hören Sie, das können Sie vergessen. Diese Leute sind alle übers Wochenende weg, jagen, fischen, schwimmen, Vögel. Ach, suchen Sie sich was aus. Sie kriegen vor Montag keinen von denen an die Strippe. Und selbst wenn, was würden Sie mit dem Namen aus dem Umschlag anfangen? Sie haben vermutlich recht. Die Information wird mehr und mehr zweitrangig. Was? Erwarten Sie noch jemanden? Vielleicht ist es wegen dem Toten da draußen. Ach, Himmel, es ist ja noch so viel zu tun. Ich werde zur Tür gehen. Sie bleiben am besten dicht hinter mir. Wie Sie wollen. Achtung jetzt. Guten Abend. Oh, Dr. Bernard, was kann ich für Sie tun? Es gibt ein Problem. Wussten Sie, dass die Telefone in sämtlichen Bungalows nicht funktionieren? Was? Aber das kann nicht sein. Ich habe doch selbst vorhin noch raustelefoniert. Wann? Vor einer Stunde ungefähr. Ich habe meiner Frau gesagt, dass alles in Ordnung ist und... Da sehen Sie mal, wie schnell sich die Dinge ändern können. Einen Augenblick. Und? Die Leitung ist tot. Aber was hat das zu bedeuten? Ich halte es für möglich, dass da jemand nachgeholfen hat. Das ist auch unsere Meinung. Zumindest von mir und Professor Grant. Waren Sie beide letztes Jahr schon hier, Dr. Bernard? Grant und ich? Ja, wir haben uns hier kennengelernt. Wissen Sie noch, ob Sie im vergangenen Jahr hier draußen Handyempfang hatten? Zufälligerweise weiß ich das ganz genau. Ich habe da nämlich mit meinem Mann Schluss gemacht, meinem jetzigen Ex-Mann. Die Verbindung war hervorragend. Das erste und letzte Mal überhaupt zwischen uns. Wieso fragen Sie? Weil hier, soweit ich das mitbekommen habe, nicht ein einziges Handy funktioniert. Und das, obwohl mir der Verkäufer hoch und heilig versprochen hat, dass ich mit meinem Modell sogar auf den Ringen des Saturns erreichbar sei. Ich gebe Ihnen recht, da steckt System dahinter. Obwohl ich sagen muss, dass Handyverkäufer die neuen Gebrauchtwagenhändler sind. Sagen Sie, Dr. Bernard, wissen Sie zufällig über die Arbeit der Ärztekommission in New York Bescheid? Aber ja, ich gehe hin und wieder mit Dr. Riggs aus. Hat er mit Ihnen über die anstehende Preisverleihung gesprochen? Mein Guter, Riggs hat mit mir so gut wie über alles gesprochen. Zwischendurch. Dann kennen Sie auch den Namen des diesjährigen Preisträgers? Selbstverständlich. Es ist niemand anderes als... Ah! Weg vom Fenster und von der Tür! Werfen Sie sich flach auf den Boden! Oh Gott! Rühren Sie sich nicht von der Stelle. Man hat Sie erschossen. Durch die offene Tür. Der Killer nimmt jetzt keine Rücksicht mehr. Oh Gott, wo sind wir da nur hineingeraten? Clotilde, bist du hier? Oh, verdammt, nicht doch! Ja, das Telefon funktioniert nicht mehr. Und das Licht ist auch ausgegangen. Professor Grant, um Himmels Willen, kommen Sie da weg! Was ist denn hier überhaupt los? Ist Clotilde bei Ihnen? Sie wollte... Oh, ist denn das zu fassen? Gehen Sie in Deckung! Hier ist ein Scharfschütze unterwegs! Ein... Na, hören Sie. Tun Sie verdammt nochmal, was er sagt. Clotilde ist hier. Sie wurde vor unseren Augen erschossen. Clotilde ist tot? Nicht näher kommen! Werfen Sie sich auf den...
Was zum Teufel? Oh mein Gott. Nicht auch noch er. Wir haben ihn gewarnt. Warum können die Leute nie tun, was man ihnen sagt? Das Ganze ist ein Albtraum. Was? Was tun Sie? Ich muss überlegen, wie wir hier rauskommen. Das Licht ist ausgegangen. Ja, in der ganzen Siedlung. Mein Gott. Er wird sich einen nach dem anderen von uns holen. Wer? Der Mörder. Der Wahnsinnige. Oder wer auch immer da draußen rumschleicht. Sie haben noch eine Armbanduhr mit Leuchtziffern. Wie spät ist es? Was? Es ist jetzt genau 2 Minuten vor Mitternacht. Oh, dann muss ich weg. Was? Wo wollen Sie hin? Sie können mich doch hier nicht allein lassen. Tut mir leid, ich habe eine Verabredung. Das darf doch nicht wahr sein. Ich werde es über den Hinterausgang versuchen. Schließen Sie nach mir alle Türen ab und bleiben Sie von den Fenstern weg. Am besten Sie kauern sich in eine Ecke, bis ich wieder da bin. Bis Sie wieder da sind? Sie werden nie wiederkommen, Van Dusen, weil Sie nämlich tot sein werden. Hören Sie? Tot! Alles, was ich sehe, was ich fühle und empfinde, ist Dunkelheit. Sie ist so permanent, so endgültig, so absolut, dass es mich vor ihr graust. Vor ihr selbst und vor dem, was in diesem Augenblick in ihr unterwegs ist. Ich bin Jäger und Gejagter zugleich. Muss jederzeit damit rechnen, dass es mich erwischt, so wie die anderen. Ich habe Goldners Bungalow verlassen und streiche durch das Gelände wie ein Dieb. Mehrfach bleibe ich vor Schreck erstarrt stehen, wenn ich hinter mir ein Geräusch höre. Noch ist es der Wind in den Zweigen der Ulmen. Wer weiß, wie lange noch. Ich verlasse den Schutz der Bäume. Jetzt geht es, Augustus. Ich darf es nicht wagen, Licht zu machen, also bleibt die schwere Taschenlampe in meiner Hand vorläufig ein Mittel zu meiner Verteidigung, wenngleich auch ein erbärmliches. Meine Augen beginnen sich an die veränderten Lichtverhältnisse zu gewöhnen. Ich bin noch immer weit davon entfernt, Luchsaugen zu haben, aber die dunklen, klobigen Umrisse des alten Bates-Hauses glaube ich dennoch wahrzunehmen. Es ist jetzt kurz nach Mitternacht. Ich weiß, dass Hedge pünktlich ist. Das Klingeln des alten Telefonapparats im Büro bestärkt mich in der Hoffnung, dass das alte Rezeptionsgebäude an eine separate Telefonleitung angeschlossen ist. Ich taste mich an der Hauswand entlang, bis ich die hintere Tür erreiche. Abgeschlossen. Also gut. Verdammt! Stell dir hier sein Rad ab! Herz! Van Dusen, Herrgott, wo stecken Sie denn? Wir hatten Punkt Mitternacht abgemacht. Glauben Sie, ich habe nichts Besseres zu tun, als die halbe Nacht am Telefon zu hängen? Ja, tut mir leid, Hedge. Tut mir wirklich leid. Warum sind Sie so außer Atem? Ist das schon wieder die Herzinfarktnummer? Nein, ich bin gerannt. Ganze Strecke. Um Himmels Willen, was ist denn los bei Ihnen? Keine Zeit für Erklärungen, Hedge. Sagen Sie mir nur, haben Sie was herausgefunden? Ich habe Bishop und Philo eingespannt. Wir hatten eine 2-stündige Konferenzschaltung. Ja, gut, fangen wir an. Ich habe hier ein paar Infos zu einem gewissen Dr. Haley. Wurde erschossen. Ja, weiter. Gut. Professor Gene Grant, geboren am... Wurde auch erschossen. Was? Vor ein paar Minuten erst. Genau wie Frau Dr. Clotilde Bernard. Aber was? Großer Gott, was passiert denn da bei Ihnen? Später, Hedge. Ich benötige Infos zu folgenden Personen. Dr. Khalid Price, Dr. Hudson Moore, Carly Moore, Tess Haley und, ja, natürlich, Birdie Stokes. Was ist mit Goldner? Unschuldig. Stand direkt neben mir, als es Frau Doktor und Grant getroffen hat. Ist außerdem komplett von der Rolle. Aufregung echt nicht gespielt. Hätte niemals die ruhige Hand, die es braucht. Okay, also, Dr. Price, ja? Ja. Legen Sie los und beschränken Sie sich nur auf das Nötigste. Indische Vorfahren. Seit 3 Jahren Chefarzt am New York Downtown Hospital. Rechnet sich laut einem Interview vor 5 Tagen große Chancen auf den diesjährigen Preis aus. Gilt allerdings unter seinen Kollegen als schwierig. Wurde vereinzelt als nicht teamfähig bezeichnet. Alleinstehend keine Kinder. Gut, habe ich. Weiter. Dr. Hudson Moore.
war in den letzten 5 Jahren an 4 verschiedenen Kliniken tätig, zuletzt am Harlem Hospital Center, ist genau wie Dr. Price bereits zum wiederholten Mal von der Jury vorgeschlagen worden. Beide wurden bisher nicht berücksichtigt. Seine Frau ist vor 8 Jahren verstorben. Einzige Tochter, Carly. Was ist mit ihr? Taucht in keiner Polizeiakte auf. Gilt als intelligent, hat vor 3 Jahren erfolgreich das College abgeschlossen, arbeitet seitdem bei einer Firma namens RT als Assistentin der Geschäftsleitung. Gut, weiter. Tess Haley, Tochter des Ermordeten, ach so, das wissen Sie ja, hat vor kurzem das College als eine der besten ihres Jahrgangs abgeschlossen. Eltern waren geschieden, ansonsten vollkommen unauffälliges Mädchen. Ja, hab ich. Was haben Sie zu Birdie Stokes? Schwieriger Fall. War nicht viel über sie rauszubekommen. Hat die Highschool mit Ach und Krach fertig bekommen, war währenddessen und eine Zeit lang danach mit einem Mann namens Lennox Keitel zusammen. Keitel? Ja. Okay, ist gespeichert. Professor? Hedge? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es fühlt sich nicht richtig an, dass ich im Augenblick nicht bei Ihnen sein kann. Ich will Sie gar nicht hier haben. Hier läuft ein Serienmörder frei herum und daher muss ich jetzt noch auflegen. Ich werde Bishop verständigen. Er wird wissen, was zu tun ist. Ja, tun Sie das. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann? Vom Beten halte ich nicht viel, aber vielleicht drücken Sie uns beide die Daumen für ein Wiedersehen. Ehrensache. Ja, also dann, Hedge. Ich habe zu tun. Und Sie doch sicher auch. Immerhin ist es die Nacht Ihrer Verlobung. Sie sind ein Ekel, Professor. Ja, sagen Sie mir das, wenn ich wieder da bin. Tja, wenn... Oh, nicht doch, Peter. Sie sind wirklich der Letzte, den ich jetzt brauchen kann. Ich bin nicht Laurie. Oh, Dr. Kolsack. Wie um alles in der Welt kommen Sie denn hierher? Ich schätze, ich hatte dieselbe Idee wie Sie. Ich habe die Schüsse gehört und wollte Hilfe rufen. Aber das Telefon in meinem Bungalow funktionierte nicht. Genauso wenig wie mein Mobiltelefon. Ja, ich weiß. Irgendjemand muss einen Störsender auf dem Gelände platziert haben. Ich weiß, dass dieses Gebäude sehr alt ist und hatte die Hoffnung, dass die alte Telefonleitung noch intakt ist. Ich wollte gerade den Hörer abheben, als ich Schritte hörte. Und dann sah ich Sie. Und haben sich nebenan versteckt? Um ehrlich zu sein, ich hatte ein wenig Angst vor Ihnen. Angst? Sie sind krank, Professor Van Dusen. Wie können Sie denn so etwas behaupten? Wie ich so etwas behaupten kann? Nun, ich bin Ihr Arzt. Kennen Sie den diesjährigen Preisträger für den Mann des Jahres? Ja, natürlich. Sie kennen ihn? Haben Sie dafür auch etwa mit Dr. Riggs von der Kommission geschlafen? Pfui Teufel, wer macht denn sowas? Unwichtig. Woher wissen Sie den Namen? Weil... Woher, Dr. Kolsack? Weil ich es bin. Und mich die Kommission dieses Jahr eingeweiht hat. Oh, ist das zu fassen? Wieso ist das überhaupt so wichtig für Sie? Das weiß ich selbst noch nicht. Ich weiß nur, dass ich gegen das Morden da draußen etwas unternehmen muss. Wie wollen Sie denn das anstellen? Moment mal. Sie wollen doch nicht etwa rausgehen. Ja, es bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ach, Sie müssen vollkommen verrückt sein. Naja, als mein Psychiater sollten Sie das wohl am besten beurteilen können. Ich würde das an Ihrer Stelle nicht tun. Ich bin der Einzige, der es aufhalten kann, Doktor. Was? Das Töten. Wieder unterwegs. Dieselbe Dunkelheit umgibt mich. Ich weiß, was ich hier tue, ist lebensgefährlich. Während ich den Weg entlang pirsche, der sich zwischen den Bungalows entlang schlängelt, versuche ich auf jedes Geräusch, auf jede Bewegung zu achten. Die Siedlung ist ruhig. Schüsse habe ich keine mehr vernommen. Aber ich weiß, dass die Person irgendwo lauert, um ihren Plan perfekt zu machen. Ich muss die Aufmerksamkeit des Schützen auf mich lenken. Mitten auf einer Kreuzung zwischen den Häusern bleibe ich stehen und schalte meine Taschenlampe ein. Hören Sie mir gut zu. Ich weiß, dass Sie irgendwo hier draußen sind. Und vermutlich haben Sie mich auch bereits ins Visier genommen. Aber bevor Sie abdrücken, und ich betone eigens, dass Sie dazu auch hinterher noch ausreichend Gelegenheit haben werden, würde ich Sie bitten, sich anzuhören, was ich zu sagen habe. Ich habe hier ein Schreiben der New Yorker Ärztekommission. Es ist gerade eben per Telefax eingetroffen. Bisschen altmodisch, aber ein Hoch auf die Technik, oder? Dieses Schreiben ist amtlich und es besagt,
dass die Wahl zum Mann des Jahres aufgrund eines Formfehlers der Kommission noch einmal neu getroffen werden musste. Die Kommission war nämlich in ihrer alten Zusammensetzung gar nicht beschlussfähig. Die neue Wahl fand am Abend statt und brachte ein überraschendes Ergebnis zutage. Anstatt des bisher vorgesehenen Preisträgers Dr. Harlan Kolzek wird der Preis in diesem Jahr verliehen an... Ah, da haben sie gesteckt. Ich hatte es beinahe vermutet, aber sicher war ich mir nicht. Oh, Sie wollen, dass ich weitererzähle? Natürlich. Der diesjährige Preis für den Mann des Jahres und selbstverständlich auch das damit verbundene Preisgeld gehen in diesem Jahr in Anerkennung der Leistung seines Lebenswerks an Dr. Hudson Moore. Tja, ist kaum zu glauben, oder? Aber so steht es geschrieben. Auf diesem Blatt. Sie wollen es lesen? Bitte? Gerne? Sie sollten dazu aber besser Ihr Nachtsichtgerät abnehmen. Wissen Sie was? Ich leihe Ihnen sogar meine Taschenlampe. Sie wollen nicht? Oh, von mir müssen Sie sich nicht verstecken. Ich weiß auch so, welches Gesicht unter der Kapuze und der Maske zum Vorschein kommt. Werte Miss Carly Moore. Woher wussten Sie es? Sie haben Fehler gemacht. Welche? Diese ganze Geschichte mit den inszenierten Schüssen auf Ihren Vater. Es sollte von Anfang an von Ihnen ablenken. Den größten Lapsus allerdings haben Sie sich erlaubt, als Sie Dr. Corbin erschossen haben. Ach ja? Ich habe mich von Anfang an gefragt, warum Ihr Vater, ich und auch einige andere einen lauten Knall gehört haben. Natürlich, wir alle sollten davon ausgehen, dass es sich bei dem Geräusch um den Schuss gehandelt hat, der Corbin tötete. Aber warum der Knall? Alle weiteren Schüsse wurden doch, soweit ich weiß, durch einen Schalldämpfer abgegeben, was ja auch durchaus Sinn ergibt, denn als Täterin waren sie ja nicht allein mit ihrem Opfer. Der Knall hatte für mich also nur den Zweck, vom eigentlichen Schuss abzulenken, der, und das ist meine feste Überzeugung, einige Minuten früher abgegeben wurde, und zwar vom Wohnzimmerfenster ihres Bungalows. Was hätte das für einen Unterschied gemacht? Nun, der falsche Knall verschaffte ihnen ein Alibi. Sie und Ihr Vater schreckten zeitgleich aus dem Bett auf und rannten ins Wohnzimmer, wo Sie das leicht geöffnete Fenster vorfanden und die Scherben am Fußboden, die von einer kleinen Vase auf der Fensterbank herrührten. Sie wollten damit erreichen, dass jeder glaubte, der Täter habe den Schuss aus Ihrem Wohnzimmer abgegeben und sich danach durch das Fenster unerkannt aus dem Staub gemacht. Was war daran falsch? Es passte nicht. Die Scherben passten vor allem nicht. Wieso? Die Vase befand sich auf der Fensterbank, wie wir wissen. Und Sie wollten uns weismachen, dass der Täter bereits durch das Fenster ins Haus eingedrungen ist. Aber das Fenster geht nach innen auf. Was? Verstehen Sie, was ich meine? Die Vase hätte bereits beim Versuch, durch das Fenster einzudringen, in Scherben springen müssen. Dazu passte jedoch nicht die Aussage Ihres Vaters, er habe einen sehr leichten Schlaf. Eine zerspringende Vase hätte er demnach unbedingt hören müssen. Sie haben recht. Das war ein Fehler. Erinnern Sie sich, dass Ihr Vater mit einem Schürhaken auf mich losgegangen ist? Ich habe ihm das Ding abgenommen und später zurück in die Halterung neben dem Kamin gehängt. Dabei fielen mir einige rötliche Papierfetzen auf, die im Kamin verstreut lagen. Rückstände eines Knallkörpers, der dort gezündet worden war. Vermutlich war die Lunte lang genug, dass Sie alle Zeit der Welt hatten, sich in Ihr Bett zu begeben, wo Sie auf die Detonation warteten. Sie sind ein cleverer Kopf, Professor. Naja, nicht so clever, wie ich mir manchmal wünschen würde. Denn sehen Sie, zu dem Zeitpunkt ahnte ich nur, dass einer von Ihnen beiden lügt. Entweder Sie oder Ihr Vater. Sie beide hätten die Tat ohne das Wissen des jeweils anderen begehen können. Wie sind Sie am Ende auf mich gekommen? Ich habe eine Freundin für mich recherchieren lassen. Dabei ist sehr viel unnützes Zeug herausgekommen, aber eben auch jene Information, die sehr aufschlussreich für mich war. Hatch, das ist der Name der besagten Freundin, verrät mir, dass Sie bei der Firma RT als Assistentin der Geschäftsführung arbeiten. RT steht zweifelsohne für Raytheon Technologies, die, wie zumindest in einigen Kreisen bekannt sein dürfte, zu US-Rüstungsindustrie gezählt werden. Aus Ihrer Position heraus dürfte es für Sie ein leichtes gewesen sein, sich ein Präzisionsgewehr dieser Art zu besorgen. Das ist ein M40, Professor. Ich weiß, es wird vom US Marine Corps verwendet, Kaliber 7,62. Es hat eine Reichweite von 1000 Meter. Es ist auf weitaus größeren Distanzen genauso zuverlässig und effektiv. Mag sein. Nur, dass Sie derartige Entfernungen nie in Anspruch nehmen mussten, richtig? Genau so war es. Was jetzt noch fehlt, ist das Motiv. Ich kann es mir denken. Es ging Ihnen nie um das Preisgeld.
Sie konnten es nicht verwinden, den Absturz ihres Vaters mitzuerleben. Insbesondere sein Hang zum Alkohol und der damit verbundene häufige Wechsel seiner Arbeitsstätten. Sie wussten, dass dieses Jahr die letzte Chance bestand, ihrem Vater die Ehrung und Anerkennung zukommen zu lassen, die er ihrer Ansicht nach schon so lange verdient gehabt hätte. Das ist wahr. Jedes Jahr haben sie Daddy hierher eingeladen und jedes Jahr ist er leer ausgegangen. Jedes Mal hat ein anderer den Preis bekommen. Es waren einige Leute darunter, die meinem Vater fachlich nicht das Wasser reichen konnten. Die Kommission ist offenbar zu einem anderen Ergebnis gekommen. Weil sie Dad nicht richtig kennen, weil sie seine Arbeit auf dem Feld der Virenbekämpfung nie richtig ernst genommen haben, weil diese Leute selbst Stümper sind, die es nie zu etwas gebracht haben. Sie haben Daddys Genie nicht erkannt. Ja, und das hat sie gewurmt. Es hat mich krank gemacht. Es hat mich krank gemacht, Daddy zu sehen, wie er Jahr für Jahr anderen die Hände geschüttelt hat, während er selbst nicht mal in den Zeitungen erwähnt worden ist. Mein Dad hat sich nie dagegen aufgelehnt. Er hat immer alles hingenommen. Aber Sie wollten es nicht länger hinnehmen? Nein, ich konnte es einfach nicht mehr ertragen. Also beschlossen Sie, die Konkurrenten auszuschalten, einen nach dem anderen. Haben Sie wirklich geglaubt, Ihrem Vater damit helfen zu können? Am Anfang ja, aber dann... Irgendwann habe ich nur noch Hass auf die anderen verspürt. Ich habe mitbekommen, wie sie sich über Daddy lustig gemacht haben. Wie sie ihn verachtet haben. Nicht nur leise hinter vorgehaltener Hand, sondern in aller Öffentlichkeit. Ich konnte diese Demütigung nicht mehr länger aushalten. Und jetzt? Was werden Sie jetzt tun? Mich erschießen, so wie Sie es vorgehabt haben? Sie sind keiner von denen. Richtig. Was ist mit dem Brief in Ihrer Hand? Es ist kein Fax von der Kommission, richtig? Ebenfalls richtig. Ich habe gelogen. Dachte ich mir. Dr. Kolsek ist der diesjährige Preisträger. Aber er ist bereit, zugunsten Ihres Vaters auf diese Ehrung zu verzichten. Was wird das? Wollen Sie versuchen, mich zu einem Deal zu überreden? Ja. Kolsek ist ein Mann mit Einfluss. Er wird mit der Kommission reden. Und Sie selbst haben ja gerade die Leistungen Ihres Vaters erwähnt. Kolsek wird also kaum Mühen haben, die Kommission von seinem Vorhaben zu überzeugen. Wie auch immer Sie diese Sache sehen mögen, die Ehrung Ihres Vaters wäre gerechtfertigt und würde in allen Medien landen. Ist das Ihr Ernst? Mein voller Ernst. Das ändert natürlich nichts an Ihrer eigenen Situation. Sie werden für das, was Sie getan haben, ins Gefängnis gehen. Und Kolsek wird seinen Teil seines Angebots nur einhalten, wenn Sie jetzt vernünftig sind und mir das Gewehr geben. Tun Sie es für Ihren Vater, Carly. Das ist das Einzige, was Sie jetzt überhaupt noch tun können. Ich habe Ihr Wort. Ja. Ja, das haben Sie. Ich kann nicht mehr. Lassen Sie es fallen. Machen Sie es nicht noch schlimmer. Nein, machen Sie sich keine Sorgen. Es geht mir gut. Ja, Bishop ist da gewesen und hat Carly Moore mitgenommen. Gut, dass er es so schnell geschafft hat. Wo sind Sie denn jetzt überhaupt? Im Auto von Dr. Kolsek. Wir befinden uns bereits auf der Rückfahrt. Ich schätze, wir können in 3 bis 4 Stunden zurück in New York sein. Vielleicht auch erst in 5, wenn Kolsek weiterhin die richtigen Abfahrten verpasst. Ach, verflixt nochmal. Ich bin froh, dass Ihnen nichts passiert ist, Professor. Danke, ich auch. Ich soll Ihnen von Philo ausrichten, dass er Ihnen eine kugelsichere Weste aus dem Internet bestellt hat. Oh, nochmals danke. Ich hoffe, er hat darauf geachtet, dass sie farblich zu meinem Anzug passt. Wie war denn Ihre Verlobungsfeier, Hatch? Danke, gut. Soweit ich weiß. Mir dröhnt noch immer ein wenig der Schädel. Aha, zu tief ins Glas geschaut? Nein. Ich glaube, es lag an dieser fürchterlichen Musik. Diese Mariachi-Band war zwar günstig, aber... irgendwie zu aufdringlich. Fluch und Segen zugleich, was? Nun gut, ich muss Schluss machen. Die nächste Ausfahrt naht und wenn wir die nicht bekommen, dann sind wir ruckzuck in Quebec. Ist gut. Bis bald, Professor. Wiedersehen, Hatch. Tja, das war Hatch. Sich sorgen, die Gute. Zu nett. Dachte wohl, es hätte mir was passieren können. Nun ja, um ein Haar hätte es keiner von uns überlebt. Hm. Ziemlich clever von Ihnen, diese Sache mit der Vase und dem fingierten Schuss. Ich muss sagen, ich wäre nicht drauf gekommen. Ach, ein Kinderspiel. Wie Sie meinen. Was machen Ihre Wachträume? Ich habe fest damit gerechnet, Laurie beim Frühstück zu begegnen, aber
Fehlanzeige. Gut. Vielleicht ist das ein kleiner Fortschritt. Halten Sie mich wirklich für krank oder verrückt? Nun... Sie können frei sprechen, Doktor. Wir sind hier ganz unter uns. Diese Halluzinationen bereiten mir Sorgen. Wir müssen das unbedingt im Auge behalten. Ich meine, es ist kein Tumor oder so. Das wurde alles geprüft. Mehrfach. Also handelt es sich entweder um posttraumatische Symptome... Oder? Etwas stimmt mit Ihren Medikamenten nicht. Aber die bekomme ich regelmäßig nur durch Sie verschrieben, Doktor. Verschrieben. Himmel, Herrgott, dass ich nicht gleich darauf gekommen bin. Was meinen Sie? Ich gehe regelmäßig mit Ihrem Rezept zu Mr. Timberlane. Der hat die Apotheke an der Ecke, ich weiß. Ja, und jedes Mal liegt die Schachtel bereits parat. Was ist, wenn er den Tabletten regelmäßig noch etwas beimengt? Dann würde er sich strafbar machen. Was finden Sie daran so komisch? Nichts. Aber wenn jeder in diesem Land Angst hätte, sich strafbar zu machen, würden bald gar keine Verbrechen mehr verübt werden. Wäre ja nicht das Schlechteste. Nein, wäre es nicht. Trotzdem könnte Timberlane ein ganz gerissener Hund sein. Aber warum sollte er so etwas tun? Tja, eben, Doktor. Warum sollte er? Ich glaube, ich werde dem feinen Herrn mal einen Besuch abstatten, wenn ich zurück bin. Kann vielleicht nicht schaden. Apropos... Eine Sache würde mich noch interessieren. Wie haben Sie eigentlich Carly Moore davon überzeugen können, ihr Gewehr fallen zu lassen? Das Gewehr? Ja. Ich habe es vom Haus aus beobachtet. Sie ließ plötzlich die Waffe fallen und sackte in sich zusammen. Ich habe nie erlebt, dass Worte eine größere Wirkung auf einen Menschen gehabt hätten. Also müssen Sie ihr etwas ganz Elementares gesagt haben. Ja, das... habe ich tatsächlich. Darf ich es erfahren? Dr. Kozak, Sie müssen jetzt ganz stark sein. Und halten Sie um Himmels Willen das Steuer fest in beiden Händen.